Boah, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir haben gestern die Kamera nicht mehr angemacht. Wir waren irgendwie kaputt und ich hatte ziemlich Kopfschmerzen. Es war auch dunkel dann schon. Ja. Ja, wir sind jetzt gefahren bis Miming in Österreich. Da stehen wir auf der Moosalm. Wir waren hier schon mal im Sommer letzten Jahres. Genau. Der Platz bietet sich super an für eine Übernachtung. Man hat hier eine mega schöne Aussicht. Zeig mal hier oben auf den Berg. Ein bisschen Schnee. Also hier schläft man wirklich absolut wohl. Ja, das ist hier richtig schön. Das ist hier so ruhig, dass es schon wieder unheimlich ist. Vor lauter Ruhe. Das ist echt richtig. Ja. Man kriegt hier gar nichts mit. Nee, überhaupt nicht. Ja, war das richtig hier. Ein Camper stand noch neben uns, als wir gekommen sind. Wir haben schon Sorge gehabt, dass wir vielleicht gar keinen Platz bekommen. Aber alles prima. Ja. Wir haben jetzt noch 180 Kilometer bis zum Ziel. Lässt sich auch alles wunderbar fahren hier. Ja, die Zufahrt ist auch prima. Ja. Das ist gut. In der Videobeschreibung verlinken wir euch den Platz natürlich. Dazu gibt es auch ein kleines Video vom letztes Jahr, vom Sommer. Kann ich gerne in der Videobeschreibung auch verlinken. In der Videobeschreibung findet ihr auch sonst so alles, was wir so an Bord haben. Einige Sachen davon verlinke ich da immer. Ja. So. Und jetzt? Also, dann starten wir los. Fahren wir die restlichen 180 Kilometer. Ja. Ich denke, wartet schon. Ja, ja. Es ist klar, dass sie wartet. Angekommen. Jupp. Mega. Schaut mal, wie viel Schnee. Heute noch ein bisschen bewölkt, aber morgen soll es glaube besser werden, gell? Mehr Sonne. Bei jedem Meter, den wir näher zum Ziel gekommen sind, war mehr Schnee. Schauen wir mal dahinter. Es ist nicht mal kalt, ne? Nee. Krass, ich habe gar keine Jacke an. Die Sonne scheint. Geht's eigentlich gut. Ja, aber gerade scheint sie nicht und ist trotzdem angenehm.
Der viele Schnee, der blendet einen richtig. Ja. Das ist ganz ungewohnt. Sonnenbrille. Ja. Gehen wir mal rein. Die erste Amtshandlung hier war Essen kochen. Alle haben Hunger. Einmal Spaghetti. Schaut mal, bei der Antwort hier sogar die Deko hinten rausgefallen. So hat es uns durchgeschüttelt. Dann werden wir mal was essen. Und dann werden wir mal den Platz erkunden. Danach wird Wohnmobil gewaschen. Wohnmobil gewaschen ist klar. Im Schnee. Schau mal anschauen, wie das aussieht. Jetzt hätte ich gar nicht waschen brauchen. Mein Mann ist extra noch in die Waschanlage gefahren. Ich habe schon gesagt, das bringt nichts, aber ja. Ja, aber der andere Sonder muss da weg. Naja, dann essen wir mal was. Ich habe jetzt auch echt Hunger. Ja, gehen wir mal. Noch nichts gegessen, also zumindest mir nicht. 1:30 wird's Zeit. Frühstücken. Ich habe meine Family gut erzogen. Der hat jeden 1 Euro hingelegt. Echt, hat das gereicht? Oh, das mache ich öfters. Das mache ich dann öfters. Einmal waschen, 1 Euro für waschen, 1 Euro für trocknen. Ich bin auch so kaputt vom Mitfahren. Ja. Die letzten 5 Kilometer haben wir ja schon gesagt. Schatz, wir sind gleich da. Noch bitte noch 5 Minuten durchhalten. Ja, war echt stressig. Du bist auch echt zu bedauern als Beifahrer. Finde ich auch. Ich muss ja nur gucken, ob ihr das auch könnt. Kann man durchgehen lassen. So, wir fahren wieder weiter. Wir waren jetzt auch schon 2 Stunden hier. Ja. Reicht's. Hier ist das Waschhaus mit Kaminfeuer. Okay, wir sind nur mal kurz umgezogen. Der Platz da unten war nicht schlecht. Etwas nass und etwas viel Schatten. Und haben wir mal ganz lieb vorne gefragt, ob es denn möglich wäre. Und die sind so super nette von einer Rezeption. Und haben ein anderes schönes Plätzchen bekommen. Das ist besser, ne? Das ist nicht so nass. Perfekt. Hier sind diese Chalets, die man da mieten kann. Da haben mich schon ganz viele gefragt, wegen deinem Programmieren von dem Schlüssel. Vielleicht machen wir da mal noch ein Video dazu. Der Wolfgang hat gemeint, das sei keine große Sache. Na, ohne Jacke ist mir dann doch ein bisschen frisch. Ich würde sagen, ich mache uns mal einen Kaffee, ne? Ich würde einen Kaffee nehmen. Ein Kaffee, okay. Wir haben letztes Jahr diesen tollen Milchaufschäumer gekauft von Nespresso. Mit dem kann man super kalten Milchschaum erzeugen, Milch erhitzen oder wenig Milchschaum und viel Milchschaum erzeugen. Und ich mache jetzt heiße Milch für Kakao. Das ist echt genial.
Somit kann man hier auch super, kann man hier super nutzen, auch für Cappuccino oder Latte Macchiato. Einfach eine Tasse Milchschaum und ein Espresso drauf. Super Sache für unterwegs. So, mal die Kamera mal wieder angemacht. Wie sehe ich überhaupt aus? Ja, wir sind ein bisschen verdätscht. Vom Helm? Ja, wir waren hier heute mal ein bisschen Skifahren. Wir sind gestern mit dem Skibus runtergefahren, um zu schauen, wo wir parken können. Weil der Parkplatz, auf dem wir letztes Jahr immer standen, den gibt es nicht mehr. Der ist abgesperrt. Da wird ein Haus drauf gebaut oder sowas. Aber wir haben einen neuen gefunden. Man braucht ja eigentlich, man muss ja nicht mit dem Fahrzeug runterfahren, aber ich bin nicht so arg bustauglich. Nee. Und ich vertraue lieber ihren eigenen Busfahrer. Ja, ganz wirklich, mir war da schlecht und hat mir gestern schon gereicht. Und ich war echt froh, dass wir dann gestern gesagt haben, okay, wir können da parken. Allerdings muss man da schon ziemlich früh dran sein. Wir waren um 9:30 unten, also ich glaube später brauchen wir da nicht mehr runter, sonst kriegt man mit einem großen Fahrzeug einen Parkplatz. Ja, man muss sich ja nicht gleich vorne anstellen, man stellt sich halt ein bisschen weiter weg, wenn man jemanden stört. Genau, wir haben es ganz auf die Seite gestellt, das war echt gut. Dann haben wir heute mal wieder unsere ersten Skiversuche gemacht. Wir müssen dazu sagen, wir sind vor 2 Jahren das erste Mal auf der Ski gestanden. Ja? Und da wir immer nur einmal im Jahr Skifahren, ist es immer wie Neuanfang. Schneckentempo ging es runter. Ja, wir haben eine Zehnerkarte heute nur geholt. Die Beine waren ganz wackelig. Ja. Wir haben ja schon überlegt, ganz Tageskarte, Zehnerkarte. Ich glaube, wir fangen mal mit der Zehnerkarte an. Das machen wir dann morgen. Das machen wir dann morgen. Jetzt haben wir nachmittags, ich glaube gegen 1 dürfte jetzt sein, gell? Ja, 12:30. Wir machen jetzt mal eine Kleinigkeit zu essen, damit es alle Hunger. Und Wolfgang, der darf ein bisschen Reine machen hier drin, ist auch mal nötig. Haushalt. Meine Frau kriegt das ja wieder das hin. Das bisschen Haushalt. Boah. Schneide ich raus. Immer das Gleiche. Und du bist arm dran, gell? Ja. Ganz bestimmt. Also dann machen wir mal was zu essen. Genau. Heute ist Rosenmontag, gell? Heute ist Rosenmontag, genau. Stimmt. Ja. Da gibt es ja so viele Skigebiete hier drumherum. Das ist echt krass. Und was ja auch echt super ist, am Platz könnt ihr hier Ski ausleihen. Also wirklich absolut top. Und was mir echt begeistert waren, unsere ganzen Daten von den letzten Jahren waren da noch gespeichert. Und dann ging das so schnell. Ich habe sogar die alten Ski und die alten Schuhe vom letzten Jahr wieder gekriegt. Ja, war echt gut. Also von daher war das wirklich total easy. Es ist tagsüber recht warm, jetzt ist ja alles ziemlich nass überall. Es taut halt jetzt. Ne? Ab Donnerstag soll es ja vielleicht schneien oder regnen. Also wir hoffen auf Schnee und nicht auf Regen. Also für die ist es hier zu warm. Für Skigeschäft ist das hier zu warm. Ja, verstehe. Aber schon hat er von Andi schon gesagt. Ja, das wird so sulzig irgendwie. Genau. Bisschen blöd zum Fahren, aber es geht. Für uns Anfänger. Auf dem Kinderhügel, da fahren die kleinen Stöpkes runter, die dann uns überholen. Und die fahren hier zwischen den Beinen durch. So ungefähr. Fast. Ja, und es ist natürlich da, wo wir fahren, auch ganz viele die Skischule. Also da ganz viele Skikurse finden da jeden Tag statt. Das können wir los. Ja. Also gut, genug gequatscht. Jetzt essen wir mal was. Jawohl. Skifahren ist ja ganz lustig. Aber die Anzieherei. Schuhe an. Welches waren jetzt meine? Keine Ahnung. Nimm einfach die passenden. Ann-Kathrin, welche waren deine? Die Schuhe? Das sind meine. Lila gibt es hier nicht. Ach, die da. Ah, die. Okay, das sind doch deine rote. Die roten waren deine. Ja, das ist das, was man ja wiederfindet. Das schwarze sind meine. Ah, so. Prima. Gestern haben wir tatsächlich gar nicht mehr viel gemacht. Außer bin gechillt und abends hat mein Mann gekocht. Meine Hand ist da. Nee. Einer fehlt. Gut. Auch nicht schlecht. Okay. Dann starten wir mal. Ah, super, Ann-Kathrin. Perfekt.
5 Stunden später. Ja, und ein bisschen weiche Knie. Wir sind jetzt im Eimer. So ungefähr, ja. Aber die Füße sind noch dran. Es hat richtig viel Spaß gemacht, aber wenn man halt so ungeübt ist wie mir, dann ist man jedes Mal, glaube ich, froh, wenn man wieder heil unten ist und das ohne Stürzen. Oh. Obwohl das ja echt ein Kinderhügel ist. Ja. Wir haben uns dann später mal ein bisschen weiter hochgetraut, aber das ist schon, also für uns, ja. Also ich finde es echt krass, wenn ich mir da die anderen Berge hier angucke, die anderen Pisten. Ich frage mich, wie man sich das trauen kann, aber das ist ja auch nicht unser Ziel, gell? Nee, aber für uns Anfänger ist das die schwarze Piste. Ja, bestimmt. Ja, man ist ja auch ein bisschen stolz, dass man sich schon ein bisschen was traut, ne? Nimm mal den Helm. Nimm mal den Helm, bitte. Ah. Machen oben eine Kiste rein im Kopf, Fahrradkorb. Ja. Oh. Ist ja auch richtig schön hier. Entschuldige mich für meine Frisur. Darum lasse ich meinen Helm auf. Runter damit. Nein. Runter damit. Aber das ist wirklich richtig schön hier. Wir hatten richtig mega Sonnentag. Oh. Sonne ohne Ende, ja. den ganzen Tag. Ne? Bei 11 Grad. Ich meine, die Sonne hat es bestimmt 15, 16 Grad gehabt. Mhm. Aber oben, weiter oben? Ganz oben. Du musst also Schatten, wo keine Sonne hinkam, ist ja, da was kalt. Das hast du gemerkt. Ne? Aber so eine Sonne war schön. Auch da im Restaurant haben wir was getrunken. Ja. Scheint auch schön die Sonne draußen hin. Also wunderbar. Genau. Da könntest du stundenlang verweilen. Ja, da haben wir jetzt echt überlegt, ob wir uns jetzt noch ein Aperol gönnen, so nach Skiende, nach Skitagende. Aber wir fahren jetzt zurück. Ja, ist keine Lust mehr. Das machen wir am Campingplatz. Ich glaube, das machen wir am Campingplatz. Ich bin jetzt erstmal froh, wenn ich aus den Sachen da raus bin, aus diesen Schuhen. Dann hoffen wir morgen nochmal auf gutes Wetter und dann gehen wir drei noch mal ein bisschen Skifahren. Aber irgendwie warten wir alle, dass ich hier die Schuhe ausziehe, oder wie sehe ich das? Ja, ich glaube es auch. An dieser Stelle verabschieden wir uns für dieses Video. Bleibt alle gesund. Mhm. Wir sind noch ein paar Tage hier, also wenn es noch irgendwas Schönes, was wir denken, was wir zeigen könnten, dann wird es noch ein Video geben, ansonsten nicht. Schauen wir mal, und was sie ergibt. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und den Daumen nach oben. Den Daumen nach oben. Und für diejenigen, die es nicht gefallen hat, zweimal den Daumen nach unten. Und dann wollte ich noch kurz was sagen. Wir möchten uns entschuldigen. Wir wollten uns einen kleinen Spaß erlauben. 99% haben das im letzten Video auch verstanden. Zum Glück, weil ohne, wegen dem Jahr, okay. Weil ohne Spaß, ja, ist ja echt Quatsch. Ich meine, das macht mit dem echten Leben ja auch. Und wir wollten, also, ja. Also das müsst ihr mit mir schon aushalten. Also, und mit mir auch. Meine Frau hält das mit mir auch aus. Also die verarsche ich auch 500 Mal täglich am Tag. Also, und die ist immer noch bei mir. Ja, und die vor allem mir auch keinen Daumen und vor allem hat auch dieses Video auch Arbeit gemacht, sei mal dahingestellt. Ne? Ja. Und ja, ist so. Also der ein oder andere hat sich da, ja, keine Ahnung, geärgert. Ja, es macht ja gar keinen Sinn, darüber weiter zu quatschen. Nee. 99% haben den Spaß verstanden. Und ja, wir haben uns über die ganzen lustigen Kommentare gefreut. Mega. Richtig. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Video. Genau. Ciao. Also, ciao.